Eine Weisheitsgeschichte erzählt, die Hölle ist voll. Es bildet sich eine lange Schlange und der Teufel ist ganz verzweifelt. Er hat nur mehr einen freien Platz in der Hölle. Und dann geht er halt voran raus und schaut einmal, wer ist denn da würdig oder wer muss jetzt unbedingt da rein für den letzten Platz in der Hölle. Und erkundigt sich einmal, wieso die jetzt da hergeschickt wurden, ja. Und unter diesen vielen Menschen, die da anstehen, ist einer, der sagt, ich verstehe nicht, wieso ich da bin. Ich habe ja nichts getan. Und der Teufel geht zu ihm und sagt, was hast du? Sagt er, ich habe nichts getan, ich verstehe nicht, wieso ich da bin. Der Teufel sagt, du hast wirklich nichts getan, gar nichts, sagt er. Nein, ich habe gar nichts getan, gell? Sagt der Teufel, du hast gar nichts getan bei dem, wie es in der Welt zugeht. Gar nichts. Sagt der Mensch, nein, ich habe mein Leben gar nichts getan. Und der Teufel sagt, jetzt habe ich den einen für den letzten Platz in der Hölle. Das ist mir eingefallen, als ich das Evangelium das erste Mal gelesen habe, diese Woche. Vor allem für den ersten Teil irgendwie. Da geht es um, es kommt jemand und sagt, ah, die sind erschlagen worden. Und es war einfach diese Vorstellung im Judentum bei den Israeliten, wer Böses tut, der kriegt es gleich auf den Deckel. Also auch, wer krank ist, der hat sicher gesündigt und wer erschlagen wird, wenn was Schlimmes passiert, der ist sicher selber schuld, das ist die Strafe Gottes. Und Jesus räumt eigentlich jedes Mal damit auf im Evangelium, wenn wir ihm zuhören, ja, dass er sagt, nein, nein, also so einfach geht die Sache nicht. Und als ich das gelesen habe, habe ich ihm gedacht, okay, die sagen, naja, wir haben nichts Böses getan. Und wenn wir so überlegen, Fastenzeit, Bußzeit, Beichtzeit, Versöhnung mit Gott, da schauen wir auf unsere Sünden. Was habe ich getan, was ich nicht tun sollte? Aber ich glaube, es ist auch ganz wichtig, der Blick, was soll ich eigentlich tun? Habe ich das getan, was ich sollen tun? Also nicht nur nichts Böses tun, sondern was möchte denn Gott? Also das steht ganz klar am Anfang des Katechismus, im ersten Punkt, steht einfach, Gott möchte, dass der Mensch nach seinem Willen das Gute tut. Für mich sozusagen, was ganz Gefährliches sind diese Unterlassungssünden. Das Gute passiert genauso wenig von selbst wie das Böse. Also das ist ja das Geheimnis Gottes. Er stellt den Menschen so hoch, dass der Mensch gefordert ist, mitzutun an dem Plan Gottes, an der Verwirklichung des Guten. Und das Gute muss getan werden, ansonsten ist es nicht getan. Ich kann meinen ganzen Kühlschrank voll Essen haben, super, aber wenn ich das Essen nicht zu dem trage, der hungert, wird der verhungern. Wenn jemand einsam ist und ich habe Zeit, aber nicht zu ihm gehe, wird er weiterhin einsam bleiben. Also ich glaube, es gibt viele Dinge im Leben, wo es sehr wohl ganz gut hinzuschauen gilt. Es geht nicht nur darum, dass ich nichts Böses tue, sondern ich soll was Gutes tun. Wir haben ja auch das Gleichnis von dem Diener mit dem anvertrauten Geld, der das dann eingräbt und nichts damit tut. Und er verliert sogar das noch. Das Interessante bei dem für mich ist auch zu schauen, wenn ich etwas Böses tue, wenn etwas falsch läuft, dann gehe ich beichten, dann werde ich sozusagen, kann ich das wirklich loswerden und wieder neu anfangen. Aber wenn ich eben nichts tue, ist die Gefahr, dass ich das gar nicht wahrnehme als etwas, was mich eigentlich auch von Gott trennt, so wie wenn ich das Böse tue. Also ich glaube, diese Unterlassungssünde ist etwas, womit wir uns wirklich auch beschäftigen sollten. Achtsam sein und nicht versäumen, das Gute zu tun. Aber wie ist das mit dem
Guten tun, wie soll mir das gelingen? Und da haben wir im Psalm heute auch den Kehrvers gehabt, der Herr ist barmherzig und gnädig, langmütig und reich an Güte, haben wir gesungen. Und das gilt eben auch für uns, wenn wir es nicht schaffen, das Gute zu tun. Also Gott ist barmherzig. Und da kommt jetzt dieser zweite Teil des Evangeliums mit dem Feigenbaum. Also auch eine ganz ernste Sache eigentlich. Der Herr kommt und sagt, weg mit ihm, das ist nutzlos, den hauen wir um. Ja. Und dann kommt aber der Gärtner und sagt, nein, graben wir ihn um, düngen wir ihn. Und mir ist da so das Bild gekommen, dass einfach die Situation des Volkes Gottes, zur Zeit Jesus so war, sie haben nicht mehr diese Frucht gebracht und eigentlich wäre es vernünftiger gewesen, zack, Ausschluss, vergessen wir die. Aber Gott ist eben anders. Gott schickt diesen Gärtner Jesus. Also, und Jesus ist die frohe Botschaft Gottes, das Evangelium. Und das Evangelium ist sozusagen für das Volk Gottes das Umgraben und das Düngern. Also ich glaube, das Evangelium ist das, was uns immer wieder neu umgräbt und immer wieder in unsere Lebenssituation den nötigen Dünger hineinbringt, der uns dann zu dem führt, zu dem wir berufen sind, zu dem, dass wir das Gute tun, dass wir fruchtbar sind. Also Gott hat uns nicht einfach nur so alle möglichen Gaben und Fähigkeiten geschenkt, uns einfach so ins Leben gesetzt, ohne dass er einen Plan für uns hat, ohne dass das nicht auch ein Auftrag für uns ist, nicht ohne dass er möchte, dass wir an seinem guten Werk mitarbeiten. Und dazu braucht es eben immer wieder dieses neu umgegraben werden, das neu gedüngt werden. Und ich glaube ja einfach, da ist das Evangelium ganz gut und ganz wichtig. Hier in der Kirche, das Feiern der Eucharistie, das Empfangen der Sakramente, das alles soll uns immer wieder neu befähigen, nicht nur nicht das Böse zu tun, sondern vor allem das Gute zu tun, mit der Hilfe Gottes, der sich dem Mose offenbart, der ich bin da. Das ist nicht der, den ich herholen muss, der ist da. Und der Ich bin da, ist so da, dass er mich immer neu umgräbt und düngen möchte. Das ist das Angebot Gottes. Von Gott aus sozusagen gibt es keinen Grund, dass irgendjemand von uns irgendwie unfruchtbar sein soll. Von Gott her sind wir so geschaffen, so bestimmt, so begleitet, so beschützt, dass wir Frucht bringen können. Und dazu lade ich mich und euch heute besonders ein. Amen.